Also ich muss mich doch sehr wundern, Ansgar, dass ausgerechnet du diesen Vorschlag machst. Genau, das wäre doch gegen ihre eigenen Interessen. Gegen meine Interessen? Ich sag euch mal was über meine Interessen. Mein Interesse ist es, dass diese Firma nicht in dieser Krise untergeht. Mir liegt was an der Firma. Ich wäre bereit, mir die Hand abzuhacken, dass diese Katastrophe hier verhindert wird. Die Frage ist allerdings, Ludwig, wie weit bist du bereit zu gehen? Mein Gott, Sie können noch so viele martialische Bilder für Ihre Opferbereitschaft finden. Fakt ist doch, wir sollen Ihnen glauben, dass Sie bereit wären, sich selbst zu entmachten? Wie absurd ist das denn? In der gegenwärtigen Situation ist es mir lieber, Ludwig setzt sich den Hut auf und führt uns durch diese Krise, als dass wir uns in irgendwelchen dämlichen Abstimmungsprozessen verlieren, die Firma komplett handlungsunfähig machen. Ich bin krank, Ansgar. Wie kommst du darauf, dass ich die Kraft hätte, mich gegen die eigene Familie zu stellen? Krank? Du hast... Ich komme sofort. Du hast Nierensteine. Ich meine, mein Gott, lass sie weglasern und dann greif an. Du hast doch immer verkündet, dass das oberste Prinzip deines Handelns das Wohl der Firma ist. Was soll das denn bringen, das Gremium aufzulösen? Wenn Ludwig allein die Führung dieser Firma übernimmt, ausgestattet mit allen Vollmachten, dann ist es ein starkes Zeichen an die Märkte. Ansonsten fliegt uns bald bei der nächsten Prüfung durch eine Ratingagentur alles um die Ohren. Moment. Ich habe jetzt mal eine Entlassungsuntersuchung. Ludwig, verdammt noch mal, du musst jetzt handeln. Das Zucken in seinen Augen gesehen. Er ist krank. Wahrscheinlich zuckt er den ganzen Tag vor sich hin. Das war der Ausdruck eines Mannes, in dem ein Funken entzündet wurde. Fast ein bisschen so, als würde Gandhi auf der Straße ein Goldstück finden und heimlich einstecken. Was heißt das konkret? Ludwig wird der Versuchung, als starker Mann die Firma aus der Krise zu führen, nicht widerstehen können. Nur so glaubt er, sein Lebenswerk vollenden zu können. Du denkst jetzt aber nicht ernsthaft darüber nach, das Gremium aufzulösen. Mit Ansgars Hilfe. Also in der momentanen Krise sollten wir keine Option auslassen. Ich muss dir nicht sagen, dass alles auf dem Spiel steht. Ja. Sebastian, was machst du denn hier? Ich dachte mir, ich schau mal rein. Das ist aber nett. Musst du mal raus aus dem Büro. Die Krise scheint da irgendwie alle zu lähmen. Tja, dann bist du mit den Sparmaßnahmen nicht weitergekommen? Doch, doch, ich arbeite dran. Aber du kannst dir ja vorstellen, dass jetzt jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Rechtfertigt das noch lange nicht, dass aus einer Familie ein Club von Egoisten wird. Wenn auch immer er ins Gras beißt. Vorher muss er einsehen, dass Sebastian es nicht kann. Aber Sie. Ludwig wird mich selbst zu seinem Nachfolger bestimmen. Heißt das, es wäre dir lieber, du wärst mit diktatorischen Befugnissen ausgestattet? Ich würde nicht zögern, die Querulanten zu ihrem Glück zu zwingen. Daumenschrauben, Peitschenhiebe, alles, was so nötig ist. Tatsächlich. Und dann würde ich mir natürlich so komische Uniformen schneidern lassen und verspiegelte Sonnenbrillen tragen. Wieso fragst du? Ach, nur so. Hoffen wir mal, dass Ludwig das Richtige tut. Und lang genug am Leben bleibt. Er sah irgendwie schlecht aus. Deine Entlassungspapiere. Danke. Was hast du vor? Warum machst du dich so schick? Ich gehe auf das Weihnachtsfest. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Du hast gerade so viel mitgemacht. Elisabeth, ich muss dahin. Hilf mir doch mal hier. Ja. Sei ehrlich, Ludwig. Dir geht Ansgars Vorschlag noch durch den Kopf, nicht wahr? Ich habe bisher an den Familienrat geglaubt, aber... Bist dir nicht mehr sicher, ob er flexibel genug ist, in dieser schweren Krise die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ist er wahrscheinlich nicht. Aber dann musst du es tun. Ja. Ach, wenn ich jetzt mit der Nachricht komme, das Gremium aufzulösen... wird doch die Familie auseinanderbrechen. Nein, sie werden irgendwann begreifen, dass du es nur für sie tust. Ja, aber werde ich Zeit genug haben, alles wieder zusammenzufügen, bevor ich dir diese... Ludwig, bitte hör auf. Du lebst. Verdammt noch mal, und ich werde nicht zulassen, dass du dich aufgibst, solange noch Hoffnung besteht. Du hast recht. Ich muss Optimismus ausstrahlen. Ja. Wie sehe ich aus? Du siehst so gut aus.
Dank. Wofür? Dass es dich gibt. Und ich möchte auch nichts beschönigen. Es ist schließlich kein Geheimnis, dass es um unsere Firma nicht zum Besten bestellt ist. Wir stecken in der wohl größten Krise seit Gründung des Unternehmens. Was können wir dagegen tun? Handeln. Ich möchte Sie bitten, jetzt erst einmal die Weihnachtstage zu genießen. Ruhe zu finden, Kraft zu tanken, um dann im neuen Jahr die Herausforderungen anzugehen, die dann auf uns warten werden. Wir alle sind dieses Unternehmen. Das heißt, wir können den Weg auch nur gemeinsam gehen. Also, gehen wir diesen Weg. Steht da und blickt allen ins Gesicht. Wieso? Wir wissen doch wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Ja, wissen wir das? Meine Familie und ich, wir verlassen uns auf Sie. Und Sie. Sie können sich auf uns verlassen. In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten. Weihnachten. Schwören des Zusammenhalts reicht vielleicht aus, um auf Weihnachtsfeiern warme Gefühle zu verbreiten. Aber in der realen Welt solche basisdemokratischen Ansätze wie Brandbeschleuniger. Ich habe dieses Gremium in einer sehr schwierigen Zeit gegründet. Und ich bin sicher, dass es auch in dieser Krise die Flexibilität haben wird. Das wird es nicht. Wenn jetzt niemand die Richtung vorgibt, gibt es keine Zukunft für keinen von uns. Wir werden sehen. Ich glaube an den Zusammenhalt. So? Dann glaubst du das Falsche. Und das Schlimme ist, du weißt es. Darf ich die Familie bitten, kurz für ein Foto zusammenzurücken? Stachel sitzt immer noch. Um Gottes Willen. Ich lasse uns sofort ein Taxi rufen. Nein. Warum nicht? Ich will kein Aufsehen erregen. Aber was willst du denn dann tun? Ich muss die Firma retten. Ludwig, bitte. Du willst doch nicht allen Ernstes auf Ansgars Vorschlag eingehen. Es wäre ein radikaler Schnitt. Der radikalste, den man sich denken kann. Aber das einzig Richtige. Ich hoffe nur, dass ich so lange... Was sagst du? Dass ich so lange durchhalte. Oh mein Gott, Ludwig, bitte. Aber ich werde es tun müssen. Oh Gott. Komm, setz dich. Was ist mit Ihnen los? Sie müssen ja was ganz Tolles genommen haben. Besser. Ludwig wird auf meinen Vorschlag eingehen. Man könnte auch sagen, die Saat geht auf.